Frau Staatssekretärin. Die Fragen 24 bis 30 zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat werden schriftlich beantwortet. Ich rufe auf den Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes. Zur Beantwortung steht bereit der Staatsminister Niels Ann. Ich rufe auf die Frage 31 des Abgeordneten André Hunko zur Freilassung des Co-Vorsitzenden der pro-kurdischen Partei HDP. Bitte, Herr Staatsminister. Danke, Herr Kollege. Ich darf Ihre Frage wie folgt beantworten. Die Bundesregierung setzt sich nachdrücklich für die Einhaltung rechtsstaatlicher Normen in der Türkei ein. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Freilassung von Selahattin Demirtas angeordnet. Der Gerichtshof hat die Untersuchungshaft ausdrücklich als politisch motiviert bewertet und damit ein deutliches Signal an die türkische Regierung gesendet. Die Bundesregierung begrüßt das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Auch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Dr. Bärbel Kofler, hat sich gestern mit deutlichen Worten zum Fall geäußert und die Türkei aufgefordert, ihren Verpflichtungen aus der Europäischen Menschenrechtskonvention nachzukommen. Die Bundesregierung wirkt darauf hin, dass die Einhaltung rechtsstaatlicher Normen der Türkei auch in internationalen Foren zur Sprache kommt. Eine entsprechende Stellungnahme der Delegation der Europäischen Union in der Sitzung des Komitees der Ministerbeauftragten des Europarats vom 27.11. verweist auf die Verpflichtung der Türkei, dem Urteil des Gerichtshofes Folge zu leisten. Die Bundesregierung wird den Fall des Untersuchungshaft sitzenden Herrn Demirtas weiterhin genau beobachten, auch im Hinblick auf eine mögliche Anrufung der Großen Kammer. Je nach Entwicklung in diesem Fall wird die Bundesregierung hierzu Stellung nehmen bzw. sich in dem für die Umsetzung von Urteilen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte zuständigen Gremien des Europarates dafür einsetzen, dass die Türkei ihren Verpflichtungen aus der Europäischen Menschenrechtskonvention nachkommt. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Das ist ja schon ein sehr bemerkenswerter Vorgang. Also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dem ja die Türkei als Europaratsmitglied sozusagen angehört, hat die Freilassung von Herrn Demirtas gefordert. Der Staatspräsident der Türkei hat daraufhin gesagt, das interessiert mich nicht. Mich würde wirklich interessieren, weil es handelt sich ja um eine Verpflichtung und auch um ein internationales Rechtssystem gewissermaßen, für die es ja dann auch bestimmte Druckmittel geben muss, um solche Urteile auch wirklich umzusetzen. Und das wiederum liegt halt beim Ministerkomitee, also auch unter anderem beim deutschen Außenminister, welche Maßnahmen da sozusagen angedacht sind, andiskutiert worden sind, ich finde, man kann sozusagen bei einer solchen Reaktion von Erdogan nicht zur Tagesordnung übergehen. Also welche konkreten Maßnahmen werden da diskutiert, die auch sozusagen hier dem Urteil Nachdruck verleihen? Ja, Herr Kollege, vielen Dank für die Nachfrage. Ich habe das eben in der Antwort ja schon dargestellt, welche Bedeutung wir diesem Urteil und insgesamt der Menschenrechtskonvention beimessen. Und deswegen kann ich nur noch mal wiederholen, auch aus unserer Sicht sind es verbindliche Entscheidungen, denen die Mitglieder zu folgen haben. Ich will aber auch darauf hinweisen, die Erklärung des türkischen Außenministers, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes an die Große Kammer verweisen zu lassen, ist ja auch ein Hinweis sozusagen darauf, dass die Türkei dieses Ordnungsgefüge weiterhin sozusagen anerkennt und sich in diesem Ordnungsgefüge bewegt. Und deswegen will ich gerne noch mal wiederholen, wir erwarten, dass Urteile, wenn sie dann rechtskräftig sind, umgesetzt werden. Das gilt für diesen Fall, der besonders prominent ist. Das gilt aber auch allgemein. Und insofern ist, glaube ich, dieses Thema hier auch richtig angebracht. Sie haben das Wort zu einer zweiten Nachfrage. Ja, ich will das ausdrücklich begrüßen, dass die Bundesregierung sozusagen sich für die Stärkung auch und den Erhalt zumindest dieses Rechtssystems einsetzt. Ist Ihnen irgendein anderer Fall bekannt eines anderen Landes, wo der Staatspräsident dieses Landes gesagt hat, mich interessiert dieses Urteil nicht, also wo so ganz offen gesagt wurde, dass dieses Rechtssystem nicht gültig sei von einem Mitgliedstaat des Europarates? Also, Herr Abgeordneter, im Moment ist mir
kein anderer Fall bekannt. Ich glaube aber, dass wir alle miteinander gut beraten sind, am Ende die Entscheidung und das Verhalten der türkischen Regierung zu bewerten, wenn sozusagen diese Entscheidung vorliegt. Naturgemäß werden auch in der türkischen Politik viele Äußerungen getätigt. Und wir werden uns sozusagen erst dann abschließend äußern und positionieren, wenn wir wissen, wie sich die türkische Regierung am Ende wirklich entscheidet. Zu einer Nachfrage hat die Kollegin Hensel das Wort. Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Ja, ich würde gerne aus aktuellem Anlass noch eine Zusatzfrage stellen. Es ging ja jetzt durch die Medien, unter anderem recherchiert von Frontal 21 und Korrektiv, dass die Türkei wahrscheinlich ein weltweites Entführungsprogramm für politische Gegner unterhält, in Anführungszeichen, also aus vielen Ländern politische Gegner entführt, in geheime Folterzentren bringt und so weiter. Meine Frage ist, haben Sie eigene Erkenntnisse über diese türkische Praxis und was werden Sie dagegen unternehmen? Frau Abgeordnete, mir liegen dazu keine eigenen Erkenntnisse vor. Dann rufe ich auf die Frage 32 der Abgeordneten Heike Hensel zum Beistand für einen